In den letzten Tagen und Wochen hat sich eine Sache fundamental verändert. Der Fokus verschiebt sich mehr und mehr von Inflation auf Rezession. Dementsprechend verschiebt sich auch der Fokus vom Inflationstrade auf den Rezessionstrade. Was ich damit meine, dazu gleich mehr. Aber eins ist ja auch auffällig. In den letzten Wochen, eigentlich seit Jahresbeginn, könnte man fast sagen, hat sich der DAX besser gehalten als etwa der Nasdaq. Also jener Index, der ja jahrelang so perfekt, so gut gelaufen ist. Warum ist das so? Nun ja, in Zeiten ultralaxer Geldpolitik und einem dann entstehenden Inflationen Umfeld spielen Bewertungen kaum eine Rolle. Wir haben deswegen irgendwelche IPOs gesehen an der Wall Street, irgendwelche Hoffnungswerte mit dreistelligen Milliardenbewertungen plötzlich, die allesamt abgestürzt sind inzwischen, weil in Zeiten, in denen dann erstens die Geldpolitik sich ändert, also die Zinsen steigen, und zweitens dann auch im Gefolge dieses Zinsanstiegs die Rezession wahrscheinlicher wird, dann spielen Bewertungen plötzlich wieder eine Rolle. Und da haben wir schon die erste Antwort auf die Frage, warum der DAX sich ziemlich gut hält, weil die Bewertung deutlich niedriger ist als bei den US-Indizes. Wir haben jetzt ein Jahrzehnt massiver Outperformance der amerikanischen Aktienmärkte gegenüber den anderen Aktienmärkten hinter uns. Das dürfte und könnte sich jetzt ändern. Das ist das eine. Und das zweite, in Europa, unter anderem auch beim DAX, sind natürlich schon alle möglichen negativen Szenarien irgendwie eingepreist worden. Bei den Amerikanern ist das überhaupt nicht der Fall. Die amerikanischen Aktien sind noch nach einem Soft Landing Modell bewertet, könnte man sagen. Da ist also nichts eingepreist, was in Europa längst eingepreist wurde, und das erklärt, warum die Investoren in Sachen USA langsam nervös werden und dann überlegen, naja, dann schichte ich vielleicht mal doch ein bisschen um nach Europa. Hier die Frage zum Beispiel, Fugi, wieso ist denn der DAX so gnadenlos überkauft im Vergleich zu den Amis? Ja, er war sehr stark überkauft. Eine Zeit lang hat sich so ein bisschen auskonsolidiert, allerdings immer noch überkauft. Hier sehen wir mal das Auseinanderklaffen wie so ein Hai zwischen den US-Bewertungen und oder der Performance und der Performance anderer Aktienindizes. Wir haben eine ganze Dekade, wie gesagt, jetzt hinter uns, in der das der Fall war. Aber wenn wir uns mal ein paar Kennzahlen anschauen, nicht nur und vor allem Bewertungen, wo die Amis ja sehr viel teurer sind als alles andere. Wir sehen auch, dass Earnings Growth ist in Europa stärker als in den USA. Natürlich, weil die von einem sehr hohen Niveau auch auskommen, aber das prozentuale Wachstum ist eben da nicht so stark gegeben. 30,5% für Europas Werte im Stock 600, nur 4,1% beim S&P 500, bei den S&P 500 Aktien. Und so dürfte es kommen, was wir an den Märkten immer wieder sehen. Ein Sektor oder irgendeine Branche oder irgendeine Aktie, die vorher all am stärksten war, dürfte dann irgendwann am schwächsten werden. Wer also lange führt, der ist dann plötzlich mal wieder letzter. Und das dürfte auch passieren in den USA. Vielleicht stehen wir jetzt vor einem Jahrzehnt, in denen die Dinge sich ungünstiger entwickeln für die USA. Man hat es ja geschafft seitens der Amerikaner, jetzt noch mal im Grunde sich als der Markt, als der klare Leader des gesamten Westens zu präsentieren. Aber wir sehen dann an solchen Dingen wie diese Deals, die jetzt zwischen Saudi-Arabien und China ablaufen etc., dass sich da die Gewichtung verschiebt, dass wir da immer mehr allein zu Hause sind. Die Amerikaner haben es geschafft, uns natürlich immer sehr stark an sich zu binden. Gar keine Frage, das hat sich jetzt nochmal verstärkt durch diese ganze Energiethematik. Aber auch die Amerikaner sind in einem Abstiegsprozess und das wird sich früher oder später auch niederschlagen. Dementsprechend sind die Bewertungen natürlich viel zu hoch. Kommen wir jetzt mal eben zu diesen Bewertungen. Hier sehen wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis beim DAX. Roundabout 13, irgendwas 14. Schauen wir uns den S&P 500 an. Dann sind wir beim Kursgewinnverhältnis von 20, sogar etwas über 20. Schauen wir uns den Nasdaq 100 an, dann sind wir beim Kursgewinnverhältnis von 28. Und das, obwohl ja viele große Titel im Nasdaq, viele marktschwere Aktien im Nasdaq ja deutlich verloren haben. Der Dow Jones übrigens mit einem KGV von 19. Auch das ist durchaus sportlich. Und eben jener Dow Jones, der hat es ja geschafft, jetzt sich so viel besser zu entwickeln zum S&P 500. Ich hatte das schon mal gezeigt, wie eigentlich noch nie seit es den S&P 500 in der heutigen Form gibt. 10% hat er besser performt
Warum auch immer, da ist, gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Man ist sehr viel stärker in Sachen Industrie natürlich unterwegs, Industrials, aber es ist eben auch ein Preisindex. Respektive eben, dass hier die reine nominale Zahl der Kurs einer Aktie hier bestimmend ist und nicht die Marktkapitalisierung. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu diesem Thema. USA, warum so hoch bewertet oder hohe Bewertung? Und Europa, wir sehen jetzt auch den Euro, der ja im Gefolge dieser Einpreisung von allen möglichen Krisenszenarien, wir kommen nicht über den Winter etc. etc. deutlich zugelegt hat, jetzt fast bei 1,06. Also man sieht, hier ist offenkundig ein bisschen mehr Confidence reingekommen in Sachen Europa, ein bisschen mehr Vertrauen. Und das, obwohl wir vor allem hier in Deutschland natürlich immer mehr so in sich Richtung einer Planwirtschaft agieren. Hier ein Artikel aus der Wirtschaftswoche greift immer mehr mit neuen Klimasubventionen aktiv ins Wirtschaftsgeschehen ein. Die Bundesrepublik sendet damit das Signal aus, immer planwirtschaftlicher zu agieren. Richtig, Staatsquote steigt. Das ist ein Riesentrend, der sich hier bemerkbar macht. Möglicherweise haben wir so eine Art, wie soll man sagen, Sozialismus dann auch an den Märkten, gell? Schauen wir mal, wie das kommt. Aber das ist natürlich eine extrem ungünstige Entwicklung, die on the long run nicht gut sein kann. Denn eine Wirtschaft lebt von Privatwirtschaft, lebt von Risiko, lebt von Haftung, von Leuten, die was riskieren und nicht nur Leute, die es irgendwie bequem haben wollen. Da passiert dann sonst nichts. Wir sehen, dass diese Rezessionssignale, und das ist eben auch dieser entscheidende Punkt, die Fallhöhe bei den Amerikanern ist höher. Bewertungen sind höher. Wir sehen, dass in den USA eben noch keine wirkliche Rezession eingepreist ist. In Europa ist das der Fall. Wir haben hier mal so ein paar Kennzahlen. Wir haben gestern etwa die Claims gesehen, die Continuing Claims, also die fortgesetzten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und wir sehen, in allen Bundesstaaten, in allen, durchgängig in allen Bundesstaaten sind die gestiegen. Das gab es seit dem Corona-Crash nicht mehr. Und wir haben jetzt auch deutliche Anstiege zu den Vorjahren. Hier ist mal die Anzahl der Bundesstaaten, wo sie deutlich steigen. Und hier sehen wir, hier sind wir auf einem Niveau, das ganz klar eine Rezession andeutet. Das sehen wir auch jetzt übrigens in dem Kursvergleich zwischen Gold und Öl. Öl ist ja ein Asset, das normal gut performt, wenn die Wirtschaft gut läuft, wenn Inflation ein Stück weit der Fall ist. Und jetzt sehen wir Gold als sicherer Hafen, wenn man so will, und Öl, dass sich da eine Trendlinie gehalten hat. Das könnte jetzt ein Riesentrend sein. Wir sehen Ölschwäche ja insgesamt und in der Summe, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, der Inflation Trade is over, Recession Trade is now in, mit all den Schwankungen, die wir hier immer sehen. Hier sehen wir Inflation, Recession, das gespiegelt am Ölpreis. Das bringt, glaube ich, die ganze Geschichte auf den Punkt. Und wenn wir uns jetzt mal Energieaktien anschauen, dann bemerkt aus meiner Sicht einer meiner allerbesten Freunde, Marco Kolanovic, richtig, dass das Gap zwischen dem Ölpreis und diesen Energieaktien zu groß ist. Da ist enormes Fallpotenzial aus meiner Sicht. Das bleibt bestehen. Kommen wir mal zum gestrigen Handelstag. Positiv, wir haben diese Erholung gesehen, die sich letztendlich angedeutet hat, besonders im Nasdaq mit über 1% im Plus. Und das, obwohl die Terminal Fed Rate Expectations nochmal gestiegen sind, sogar leicht, also die Erwartung, wo der Zinsgipfel der Fed dann sein wird. Jetzt sagt man eben, ja, okay, wir warten jetzt mal auf die Inflationsdaten. Im Vorfeld haben sich die Märkte so ein bisschen beruhigt, nachdem es ja doch ziemlich scharf nach unten gegangen ist. Going against the Fed, so in dieser Grafik sehen wir eben die Financial Conditions, die sich natürlich vor allem durch die fallenden Renditen bei US-Staatsanleihen deutlich gelockert haben, dann durch den Anstieg der Aktienmärkte, allerdings dann abrupt unterbrochen. Hier sehen wir mal im kurzen Zeitfenster den S&P 500, da haben wir das 38,2er Fibonacci Retracement. Seit dem Hoch, dem Verlaufshoch, das wir jetzt kürzlich gemacht hatten, als wir da über die 4100-Punkte-Markte gegangen sind, haben im RSI oben eine positive Divergenz gehabt, aber dürften jetzt sozusagen so eine Bärenflagge ausbilden. Wir sind heute Morgen genau bei 3980 gewesen im S&P 500. Und hier sehen wir mal, dass wir das Gap geclosed haben, dass wir oben nach wie vor bei der
Das wird nach wie vor, die Stochastik geht nach wie vor nach unten, obwohl die Kurse nach oben gegangen sind. Wir sind aus dieser Wedge nach unten ausgebrochen beim S&P 500. Der Dollar klopft an, hier nochmal eine Erholungsbewegung zu zeigen, obwohl übergeordnet und sehr lang ran wahrscheinlich dieser Dollarlauf seinen Hochpunkt schon gesehen haben könnte. Aber wir könnten jetzt nochmal Dollarstärke oder dürften nochmal Dollarstärke erleben. Wir sehen den Nasdaq mit einer bärischen Flaggen, Continuation Pattern, also mit einem Fortsetzungspattern, ein Fortsetzungsmuster könnte man sagen. Und seitdem wir von diesem Hoch sind, geht es so, wie Rüdiger Born sagen würde, mit einer zittrigen, einer wackeligen Erholung weiter, auch bedingt durch die Nachricht gestern, dass Microsoft Activision Blizzard, diesen Spielehersteller, Computerspielhersteller, dass es da Probleme gibt in Sachen Übernahme desselben. Microsoft, der wollte da paar Milliarden auf den Tisch legen. Schauen wir uns links nochmal dann auch den VIX an. Ausgebrochen aus diesem Abwärtstrendkanal, macht jetzt eine rote Kerze, so eine Art Backtest dieses Trendkanals und dann wieder nach oben. Absolut typische Muster für den S&P 500 hier, Projektion von Ron Walker. Dürfte wahrscheinlich sein, 3980, dann nochmal ein Rückschnapper, 3880, dann vor der Fed, mit der Fed, wahrscheinlich im Vorfeld der Fed, vielleicht mit den Inflationsdaten, nochmal rauf auf die 4000 und dann Move nach unten. Wir werden sehen, ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt mal sieht. Sven Hendrik sagt, ja, also das ist der kontrollierteste Bärenmarkt ever, den wir gesehen haben. Ich hatte gestern ja diesen Satz zitiert von Harbert Steen, der gesagt hat, wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass die Fed so massiv die Zinsen anhebt, dann hätte ich gesagt, dann fliegt uns das Finanzsystem in die Luft. Das ist ja bisher nicht passiert. Wirkt alles kontrolliert, der VIX relativ niedrig. Wir waren sonst immer, wenn wir Stresssituationen hatten, mit einem hohen VIX, also mit einer hohen Nervosität gesegnet. Das ist derzeit nicht der Fall. Und das Quantitative Tightening, also die Straffung der Geldpolitik der Fed, die wird durch Liquidität anderswo teilweise so ein bisschen kompensiert. Die Chinesen gehen jetzt wieder richtig aufs Gaspedal. Und wenn wir uns auch mal anschauen, wir erinnern uns ja an die 70er Jahre oder die Älteren unter Ihnen, Paul Volcker damals, der die Zinsen, glaube ich, von 19-20% um 10% senken konnte. Also der hatte noch richtig Luft. Die Fed hat jetzt die Zinsen schnell angehoben, um sie möglicherweise dann auch wieder senken zu können, wenn es schwieriger wird. Wahrscheinlich jetzt nochmal die Zinsanhebung um einen halben Prozentpunkt dann in der nächsten Woche. Aber normalerweise sinken Zinsen im Falle einer Rezession sehr, sehr schnell, vor allem im ersten Jahr. Geht das dann relativ schnell? Wir haben jetzt die fallenden Anleiherenditen gesehen. Ich erwarte jetzt zunächst mal wieder etwas steigende Anleiherenditen, bevor sie dann fallen. Das ist eben noch nicht alles wirklich eingepreist. Wenn diese Rezession dick kommt, dann sind auch die Anleiherenditen noch weit weg von einer Bepreisung dessen, was da ökonomisch der Fall ist. Wir haben heute wichtig 14:30 die US-Erzeugerpreise. Da erwartet 7,2% zum Vorjahresmonat. Geht ja schon seit einiger Zeit zurück. Und seit einigen Monaten zurück hier diese Erzeugerpreise. 16 Uhr dann Verbrauchervertrauen Michigan, auch sehr wichtig, vor allem die Inflationserwartung dort ist ein Faktor. Wir sehen, dass Elon Musk wieder Ärger kriegt. Er wird jetzt beschuldigt, sozusagen vorwiegend Frauen entlassen zu haben. Und kann ich nicht beurteilen, ob da was dran ist oder however, auf jeden Fall sieht man eben, dass Musk eine Menge Gegenwind bekommt vom Establishment. Der hat ja jetzt versucht, so ein bisschen aufzuklären, was da bei Twitter passiert ist. Da sind Leute, die so ein bisschen unliebsame Sachen gesagt haben, die sich allerdings teilweise im Nachhinein als nicht verkehrt herausgestellt haben, dass da zum Beispiel man auf so einer Art Blacklist stand und dann diese Tweets nicht trenden konnten, also praktisch anderen nicht wirklich gezeigt wurden. Elon Musk jetzt zu Aussagen auch über Kredite, hat sich ja Schulden oder Twitter hat ja Schulden, und dann sagt er hier, ja, ich habe hier eine bestimmte Konstruktion gewählt bei diesen Krediten, denn es gibt Situationen, in denen Aktien sich anders bewegen, als ihr langfristiges Potenzial eigentlich nahelegt. Damit meint er die Tesla-Aktie, glaube ich. Und das war 2 Jahre der Fall, dass die Aktie sich anders entwickelt als das langfristige Potenzial des Unternehmens. Und das dürften die Märkte jetzt bald feststellen. Das wird im Kryptobereich bereits festgestellt. Amber, amerikanische Kryptoplattform,
entlässt jetzt 40% der Leute, beendet das Sponsorship mit Chelsea und beendet jetzt auch seine Retail Operations, also für Privatkunden wird man das nicht mehr anbieten. Man war kürzlich gescheitert mit einer 100 Millionen Fundraising. Also man konnte keine neuen Gelder mehr aufnehmen. Das zeigt alles, wie die Dinge jetzt sich entwickeln, in welche Richtung die ganze Geschichte laufen. Das sehen wir ja auch jetzt in China. Da haben wir zwar wieder eine Rallye, gerade bei den Immobilienentwicklern, weil eben Peking sagt, wir müssen jetzt ein bisschen was für die Wirtschaft tun, eben weil dieselbe so stark absäuft. Man hat jetzt im Prinzip Versicherer angewiesen, Staatsanleihen zu kaufen und Unternehmensanleihen. Also das ist so ein Quantitative Easing, das dann durch Staatsfirmen ausgeführt wird. Li Keqiang, der Premierminister, sagt, das Problem ist die nicht ausreichende Nachfrage. Das heißt, du kannst auch eine Wirtschaft nicht wirklich stimulieren, wenn die Nachfrage nicht da ist. Das ist eigentlich ein Eingeständnis dessen, dass man hier scheitern will. Abschließend zwei Artikelempfehlungen, warum Russlands Haushalt von Ölpreisobergrenzen wahrscheinlich nicht betroffen sein wird. Sehr interessant, was die EU sich da vorstellt und was dann faktisch wahrscheinlich passieren wird, und Rezession im Anflug, das klare Signal der Märkte, da nochmal eine Erklärung, warum uns diese Zinskurven so zuverlässig immer solche Rezessionen vorhersagen. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus, ciao.